Hallo, Hallöchen. Ja, herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich bin die Melali. Ja, und ich habe heute das 3 ist einer zu viel für euch ausgelegt. Wie ihr noch merkt, ne, meine Stimme ist immer noch nicht ganz so auf dem Höhepunkt. Also immer noch leicht angeschlagen, aber es geht. Und sobald es geht, nutze ich natürlich die Gelegenheit, euch hier ein Orakel auszulegen. Im Vorfeld möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken und zwar ja einfach auch für die Genesungswünsche. Vielen, vielen Dank und für die ganzen Likes, die ihr mir da lasst, für die Abos, die ihr macht, für die neuen Mitgliedschaften, wo ihr mich auch unterstützt. Also vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, mich freut das immer sehr, auch dass immer wieder neue Abonnenten dazukommen, ja, und dass euch meine Orakeln hier auch so begeistern. Ich habe auch wieder sehr viel Feedbacks bekommen, also in diesem Sinne von mir mal wirklich ein ganz großes Dankeschön, ne, weil ohne euch wäre ich nicht da, wo ich bin und das ist mir auch immer ganz wichtig, euch das wissen zu lassen. So, ihr wisst ja auch, ne, ich erwähne es immer wieder, alles ist allgemeines Kollektiv. Das heißt, diese Sachen, die ich hier euch mitteilen darf, aus der göttlichen Welt, können mit dir übereinstimmen, ja, müssen aber nicht. Es kann auch nur ein paar so Dinge sein, wo du sagst, ja, das reicht mir schon, dass dich das einfach hier, ja, in irgendeiner Ahnung, was du schon hast oder deine Intuition hier einfach bestätigt. Gut, dann starten wir mal und ich habe hier wieder ausgelegt, ne, deinen Herzensmenschen in Bezug auf deine Rivalin sozusagen. Ihr wisst ja, die Rivalin kann alles sein, ne? Muss nicht immer hier eine Geliebte in dem Sinne sein oder eine Ehefrau oder noch, so kann auch eine andere Person sein. Dann haben wir hier in Bezug auf dich und hier die Schlange umgekehrt auf deinen Herzensmenschen und wir beginnen mit der Gedankenebene. Das heißt, was hat er oder was, welche Gedanken hat er in Bezug auf deine Rivalin hier? Und da haben wir schon die erste Karte bekommen, das ist die Karte des Reichtums. Ja, und das ist eigentlich hier schon für sich sprechend, ne? Da braucht man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Im Endeffekt weiß er, dass diese Dame, mit der er da aktuell noch eben zusammen ist, ja, oder vielleicht leben sie auch schon in Trennung, wie auch immer, du wirst deine Situation wissen. Auf jeden Fall ist diese Dame hier sehr auf das Finanzielle aus. Das heißt also, man findet immer irgendwo einen Weg, um an Geld zu kommen. Sie liebt auch den Luxus. Ja, sie ist einfach hier sehr fixiert auf sein Geld. Vielleicht hast du hier einen Partner, Wunschpartner, ja, der sehr vermögend ist, sage ich jetzt mal, oder vielleicht gut situiert. Ja, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er Millionär sein muss, sondern dem es halt an finanziellen Dingen an nichts fehlt. Ja, und das ist natürlich für sie hier ein gefundenes Fressen, sage ich mal, ne, weil man hat dann natürlich hier gewisse Annehmlichkeiten hat. Man braucht nicht aufs Geld zu schauen, man kann es mit vollen Händen ausgeben, weil es natürlich einem nicht selber gehört, sondern man schröpft hier aus den Vollen sozusagen. Und das sieht man, dass er das auch merkt bereits. Ne? Also das müsste ihm wahrscheinlich schon an die Kohle gehen. Fällt ja irgendwann mal auf, ne, wenn das Geld weniger wird oder je nachdem, was diese Dame sich natürlich auch kauft oder was sie nach Hause bringt. Ne? Und sie hat da schon ein Händchen für, sage ich mal. So, dann haben wir sie hier gleich mal drauf bekommen, die Schlange. Hört sich immer so böse an, ne? Und dann haben wir hier die Mäuse, ja? Also guck, er weiß das schon, ne, dass durch sie hier einiges in den Verlust geht. Er hat auch hier wirklich eine belastende Sache mit ihr. Also es macht ihm Kummer und Sorge. Ne? Die Mäuse sind ja auch immer so, das nagt halt und die Mäuse fressen die Schlange weg. So könnte man es hier sagen. Also er weiß durchaus, oder zumindest mit den Gedanken spielt er sich, ja, diese Dame hier schon zu verlassen, ne? Weil im Endeffekt hat es ja nichts mit Liebe zu tun, sondern man ist halt einfach nur, ja, es gibt solche Damen. Ne? Es ist halt so, dass solche Personen es halt einfach nur auf das Geld abgesehen haben, ein bisschen Liebe vorspielen oder zumindest schauen, dass da hier immer alles im grünen Bereich ist, dass sie also hier eben diese Annehmlichkeit genießen können. Ne? Das gibt es tatsächlich. Ja? Aber ihm fällt hier schon auf und er weiß auch, dass er sich daraus lösen muss. So, jetzt kommen wir auf die nächste. Da haben wir nämlich nochmal die Sense bekommen und guckt, nochmal sie. Ja, und
Hier ist es eigentlich ganz deutlich, ne? Die Sense haut so richtig in die Schlange rein. Das heißt, sehr gereiztes Thema. Ne? Also da ist er gar nicht gut drauf zu sprechen. Und er weiß auch, dass er da was tun muss in Bezug auf sie. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er hier unwissend ist, sondern das ist ihm schon alles aufgefallen. Und man sieht auch, dass er sich mit dem Gedanken hier spielt, ja, hier Tabula Rasa zu machen, würde ich mal sagen. Also das ganze Thema ja wirklich auch zu beenden oder beziehungsweise da irgendwas zu unternehmen, weil es natürlich immer komplizierter wird, immer verstrickter wird, immer toxischer wird. Ja, also das hat ja hier, wie man sieht, sind ja keine liebevollen Gedanken oder so, oder dass man dann auch irgendwas in ihrer Hinsicht da empfinden würde oder dass man einen guten Gedanken an diese Dame hegt, sondern ja, das ist schon sehr nervenaufreibend, würde ich mal sagen, für ihn da. Ne? Und so kurz vor knapp, dass man wirklich sagt, es geht so nicht mehr. Also er weiß durchaus, dass er was unternehmen muss, ja, und hier auch wieder die Sense in die Schlange. Das ist für mich einfach dieses Thema rauszuschlagen. Alles, was ihm einfach hier Schwierigkeiten macht. Ja, die Schlange ist ja, steht ja auch wieder für Schwierigkeiten. Dann haben wir hier I Deliranti und da steht halt für törichtes Verhalten, das steht für Unsinnigkeiten, ja, das ist einfach für Schwachsinn. Also man weiß, dass das eigentlich nur noch Mist ist. Aber was das Gute hier an dieser Sache ist, dass er weiß oder ich sage jetzt mal so, über sie denkt, wie töricht sie eigentlich ist. Ja, also da, so ungefähr, dass sie denkt, dass er das nicht weiß, was hier abgeht, ja, oder was hier läuft. Das ist so diese Energie, die ich hier reinkriege. Also er weiß das ganz genau. Das hat sie ihm ja auch hier anscheinend schon mehrmals gezeigt, ne? Und das muss auch schon über einen längeren Zeitraum gehen. Und genau, das ist dieses, also das, er weiß ganz genau, ja. Und das ist dieses, er denkt oder er, ja, dass sie denkt, er wüsste das nicht. Ja, das ist so der Gedanke dahinter. Und man weiß auch, dass das völliger Schwachsinn ist, hier weiterzumachen. Ne? So, schauen wir mal auf die Herzebene. Da haben wir hier das Buch bekommen. Das heißt, es geht also um ein altes Kapitel endlich mal abzuschließen, ja, um ein neues beginnen zu können. Und man beliest sich und informiert sich hier schon. Ne? Also es ist also etwas, wo man hier sagt, er ist nicht dumm, er ist sehr intelligent. Also hier hast du schon mit einem klugen Mann zu tun. Ja, so ist es nicht. Weil viele immer sagen, ja, so dumm kann keiner sein. Hier geht's nicht um die Dummheit, sondern es stecken halt natürlich auch immer gewisse Emotionen dahinter. Warum solche Personen sich schwierig tun, da rauszugehen aus solchen Situationen. Ja, können auch gewisse Ängste natürlich hier eine Rolle spielen. Es kann das Mutterthema sein, das die hier spiegelt. Es können viele Dinge sein und ich sage immer, achtet auch immer auf euch selbst, ja, auch mal zurückzudenken, in welchen Situationen ihr vielleicht schon stecktet, ja, und wie einfach es da war, einfach rauszugehen. Ja, wir wissen selber, dass das nicht so einfach ist. Und wie gesagt, da spielen gewisse Umstände eine Rolle, aber er weiß es. Ja, er hat das auch auf der Herzebene, dass er weiß, okay, es gilt hier etwas abzuschließen, weil es ist ja, wie gesagt, nur noch belastend, toxisch, nervig. Ne? Und wir haben hier die stürmische Reise. Das heißt, ja, es sind hier noch gewisse Hindernisse da. Kommt natürlich auch darauf an, was die miteinander haben. Ja, also im materiellen, finanziellen gesehen, dass man sagt, okay, jetzt muss man schauen, wie man diese Sachen löst. Und es ist halt momentan so, dass man hier gut erkennen kann, ja, dass es momentan nicht vor und nicht zurückgeht. Also das heißt, gewisse Dinge müssen hier im Endeffekt noch geklärt werden. Aber wir haben hier mit der stürmischen Reise auch sehr plötzliche Veränderungen drauf. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da passiert jetzt gar nichts, sondern es muss noch ein bisschen verschoben werden. Er muss sich erstmal informieren, abklären. Das kann natürlich auch mit dem Anwalt zu tun haben, ja, dass man erstmal klärt, okay, wenn man hier gewisse Sachen miteinander hat, wie schaut es dann finanziell aus, ne, zum Beispiel? Was schröpft die dann zum Beispiel wieder ab, ja? Und wie steht dann er da oder wie kommt er aus dieser Sache am besten raus? Es sind alles solche Sachen, ja. Und wir haben hier die Zeit. Ja, weiß, das ist jetzt hier wieder eine blöde Karte, aber im Endeffekt der richtige Zeitpunkt wird hier kommen. Das spürt er und fühlt er auch, ne?
Und man kann es jetzt gerade nicht beschleunigen, das ist ihm auch klar. Und deswegen muss man jetzt einfach diese Zeit annehmen, dass man sagt, okay, hier ist man vielleicht zwar ungeduldig, ne, weil man eh schon merkt, dass das nicht mehr irgendwo eine Basis hat und man möchte natürlich so schnell wie möglich raus. Aber hier wäre es jetzt auch unklug, sage ich jetzt mal, etwas übers Knie zu brechen, ne, weil das könnte natürlich dann hinterher auch wieder für ihn nicht so schön sein. Also es ist immer einfacher gesagt, er geht auch raus. Die Frage ist, wie sind die miteinander verbandelt, ne? Oder was kommt da auf ihn zu, gerade wenn vielleicht noch Kinder eine Rolle spielen und so weiter. Ne? Es ist alles immer nicht so einfach, sondern es sollte schon klug und weise geklärt werden. So, dann haben wir hier die Lilien und wir haben hier dich. Ja? Wir haben aber hier auch das weibliche Prinzip, das heißt, erstmal in der inneren Mitte, in der Balance bleiben, ja? Und erstmal nichts tun, sondern sich erstmal hier mit dem Buch belesen, belehren, informieren, abklären, ja, bevor man hier irgendetwas tut. Und hier haben wir auch auf der Herzebene, weil ja auch die Frage ist, was ist in Bezug im Herzen auf sie, da haben wir die Anziehungskraft zu dir hin, ja. Also sie taucht da hier nicht mehr auf, sie haben wir hier ja schon mit den Karten, ne, das ist einfach Aussage genug und man im Herzen bist du bei ihm, ja, also das ist eine sehr starke Anziehungskraft, man hat auch hier sehr viel Gefühl für dich und man weiß, dass du auch ein Ausgleich für ihn bist oder zumindest, dass er hier mit dir ja wieder in seine Mitte kommen kann oder dass du einfach auch jemand bist, der ihm das geben kann, ja. Aber man möchte natürlich auch in Bezug auf dich hier etwas ausgleichen, das ist auch klar, ne? Also gerade wenn ihr da, wie gesagt, in dieser Dreier-Sache drinnen steckt, bist du natürlich auch hier ein Punkt, den man bearbeiten muss, weil so kann es ja dann nicht weitergehen. Ne? Vielleicht ist es schon Gesprächsthema oft genug zwischen euch gewesen. Vielleicht hast du ihn auch schon mal hingewiesen, dass man sagt, du pass mal auf, die hat es ja nur auf dein Geld abgesehen. Ja? Aber solche Leute müssen halt einfach diese Sachen selber erfahren. Ne? Und dann kann man auch erkennen und verstehen und dann kann man ins Handeln kommen. Also hier ist es momentan für ihn, weiß er, dass er noch ein bisschen abwarten muss, ne, bis die Sachen geklärt sind oder bis er sich informiert hat. Aber wir haben hier den Schlüssel und wir haben hier den Berg. Das heißt, ja, also es ist mit Sicherheit von der Herzebene hier blockiert zu ihr hin. Ne? Also da ist nichts da, weil, wie gesagt, hier die Anziehungskraft zu dir hin liegt, was aber was halt auch eine Blockade auf euch bezogen noch ist, ne? Dass man sagt, so, da kann es jetzt auch gerade momentan noch nicht weitergehen, weil wir hier noch das Sicherheitsthema haben. Und es momentan für ihn auch mit Sicherheit eine Herausforderung ist, dieses Ganze jetzt hier durchzuziehen. Wir haben aber hier schon die Nachrichten. Dann haben wir hier Amalato, das ist die Krankheit, ne? Und dann haben wir hier ja, Disperato per Gelosia, das ist auch wieder so eine ganz tolle Karte. Ne? Also wir haben hier heute, muss ich sagen, ganz klare Aussagen. Also man sieht schon, dass er weiß, dass es hier um das Mitteilen geht, dass diese Sache hier einfach nur noch krank macht, beziehungsweise er sowieso schon Zweifel genug hat und auch den Verdacht hat, dass hier einfach irgendwo hinten und vorne etwas nicht stimmt. Ja, weil Amalato, das ist schon so, dass man sagt, das Ganze zieht einen schon wirklich runter. Man ist hier nicht mehr auf der Höhe, ne? Und er kriegt ja auch immer solche Nachrichten rein. Also auch die Kommunikation zwischen den beiden, ja, ist nicht fließend, sondern blockiert. Das heißt, wenn er eine Nachricht kriegt, dann haut ihn das wieder runter, ne, und schürt im Endeffekt noch mehr Zweifel und Verdacht, dass das letztendlich so ist. Also ich denke, dass er auch vielleicht von dir das eben schon mitgeteilt bekommen hat, vielleicht auch vom Außen noch bekommt. Also hier sind Informationen ohne Ende, würde ich sagen. Ne? Und irgendwann steht man halt da und schaut so aus. Ne? Sollte natürlich nicht machen, ganz klar. Aber es ist halt wirklich so, dass man sagt, ey, hier läuft es einfach nicht richtig. Ne? So, dann haben wir die nächsten Schritte zu Madame. Da haben wir hier die Spinne. Ja, es ist momentan hier noch mitgehangen, mitgefangen, so könnte man sagen. Aber auch hier die Spinne, ne, ist eine sehr fleißige oder ein sehr fleißiges Tier. Und hier geht es einfach auch darum, dass man hier geschickte Schachzüge macht. Ja, das ist das, was ich hier schon angekündigt habe. Also, dass er jetzt nicht hier Hauruck-Aktionen macht, sondern jetzt genau schaut,
wie er nach vorne geht. Also eine sorgfältige Ausführung eines Planes. Ne? Dann haben wir hier die letzte Rose. Das heißt, diese Verbindung ist bereits am Verblühen, ja, weil man hier emotional eben drauf geht. Das heißt, das ist das, was ich am Anfang hier schon sagte. Wir haben hier keine Emotionen. Ja, hier hat man auch nicht wirklich diese Aufmerksamkeit, man hat kein Interesse mehr, man investiert auch nicht mehr sonderlich irgendwas rein. Ja, also das hier rüber gespiegelt, man hat das Interesse auch verloren, weil man eben, wie gesagt, sieht, dass diese Person ist sowieso nur auf das ausgerichtet oder auf das ausgerichtet ist, also das, was seine Kohle betrifft oder das, was er an ja, Materialien, Wertigkeiten und Sonstiges hat, aber im Endeffekt, sonst ist da nichts. Und man sieht auch hier, das sind ja die nächsten Schritte in ihre Richtung, dass es hier einfach auch kein Wachstum mehr gibt. Er weiß das. Ja, also er weiß, dass er das auslaufen lassen muss, aber jetzt geht es halt darum, geschickt zu sein. Ja, und wir haben ja auch das Land der Tränen. Na. Ja, natürlich ist es keine schöne Sache. Ich würde jetzt aber nicht hier sagen, dass dieser Mann großartig Liebeskummer hat, sondern dass man hier einfach eine tiefe Traurigkeit in dem Sinne hat, dass das letztendlich so gekommen ist oder dass er ja an eine solche Person gekommen ist. Ja, dass es so eine Person in sein Leben hier gezogen hat, wo er letztendlich geht es hier natürlich auch an die Wertigkeit dran. Ja, das kriege ich hier gerade so als Energie rein, dass hier einfach jemand sehr tief enttäuscht ist, dass man ihn nur als den Goldesel hier gesehen hat, aber nicht als den Menschen mit seinen Emotionen und seinen Gefühlen. Ja, das ist so die Enttäuschung, die ich jetzt hier wahrnehme. Und dass natürlich da jetzt gerade ein bisschen die Lebensfreude verloren geht oder dass man da einfach gerade ein bisschen down ist, das ist auch klar. Ne? Das hätte er halt nicht gedacht. Ja, so ist es halt nun mal. Ne? Kann eben passieren, muss man wieder aufstehen. Aber nur damit ihr seht, also es ist nicht der Liebeskummer, sondern es ist einfach die Enttäuschung darüber und auch die Enttäuschung darüber, dass sie denkt, dass er das nicht weiß oder dass sie gedacht hat, er bekomme das nicht mit oder er wäre so dumm. Na, jetzt sind wir bei der Dummheit. Sie wirklich gedacht hat, er wäre so dumm und würde das nicht merken oder es würde ihm nicht auffallen oder er würde darüber hinwegsehen. Das haben wir hier alles nicht. Na? So, dann haben wir hier den Anker und wir haben hier den Sarg. Das heißt, er hält an einem Ende fest. Ja, es wird zu Ende gehen, er wird diese Dame raushauen. Na? Also man sieht schon, es zieht ihm gerade auch hier ein bisschen den Boden unter den Füßen weg. Na? Aber das ist jetzt eben einfach diese Enttäuschung, die da hochkommt. Ja? Weil er natürlich mit dem in dem Sinne nicht gerechnet hätte. Ja, ich meine, wer tut das schon? Ja, das ist einfach, ja, man kann es bewerten, Leute. Man könnte sagen, mein Gott, das ist ein abartiges Verhalten oder das ist einfach unterste Gürtellinie oder so weiter. Aber natürlich hat diese Dame hier, warum schaut sie nur auf das Materielle, Finanzielle, weil sie das mit Sicherheit in ihrer Kindheit auch so gelernt hat. Das heißt, er hat hier jemanden angezogen, der selber schon keine Emotionen bekommen hat und nicht weiß, was das heißt und letztendlich auch nicht weitergeben kann, sondern letztendlich nur gelernt hat, dass Materielles, Finanzielles total wichtig ist, ja. Und natürlich ziehst du dir solche Leute in dein Leben, wenn du dasselbe in dir trägst. Das heißt, da haben wir auch ein bisschen so den Spiegel zu ihr selbst, ne? Und was man natürlich in den letzten Legungen immer beobachtet hat, dass es bei ihm ja auch sehr viel um das Thema der Sicherheit ging. Ja, also es ist nicht immer so, dass man sagt, ja, es gibt da so ein Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, das muss man hier auch beachten, weil ich möchte hier jetzt keinen irgendwo ja, hier schöner reden, als er ist, ne? Sondern da nehmen sich beide, würde ich gerade sagen, gar nichts. Natürlich hat er hier irgendetwas anderes erwartet, ja, deswegen jetzt auch die Enttäuschung, ne? Aber ja, wir ziehen uns immer nur das an, was selber in uns ist oder beziehungsweise was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Und man sieht ja auch hier das Thema der Beständigkeit, ne? Das, was ja er wollte, hier verankern, was aber nicht möglich ist. Ja? Auf der Basis ist es ja nicht möglich. Ja? Und deswegen ja, hält man hier auch an einem Ende fest. Das heißt, der Sarg ist ja auch wieder mit dem Buch spiegelnd eben dieses alte Kapitel zu beenden. So, wir haben hier den Baum und wir haben hier die Mäuse. Das heißt, das, was ich vorhin schon sagte, es ist kein Wachstum mehr möglich. Auch das sieht man hier. Ja, die Mäuse fressen den Baum weg. Das heißt, es ist hier keine gesunde Basis möglich, sondern es ist ja nur mit Kummer und Sorgen behaftet.
Und deswegen auch hier sehr schöne Kombination, wo man genau sehen kann, das Ganze vergessen. Na, also das wird auch nichts mehr, da brauchen wir auch nicht mehr irgendwo anfangen. Ne? Das weiß er auch, dass das Ding eigentlich mehr oder weniger durch ist. Ne? Jetzt muss man halt nur schauen, wie man da rauskommt. So, wir haben hier Bricione, das sind diese Fesseln, die man sich hier einfach auch selber angelegt hat, beziehungsweise in diesen Abhängigkeiten, wo man drinnen war, ja, und man war hier einfach eine gewisse Zeit auch irgendwo unter einem Zwang oder man war unfähig, irgendwas zu tun, aber nun wird sich das hier verändern. Wir haben hier Grand Signore, das kann jetzt hier sein, dass er sich hier Hilfe holt durch eine reifere Person. Ich würde aber auch hier in erster Linie sagen, dass es hier darum geht, aus diesen Zwängen jetzt auszusteigen und letztendlich heranzureifen. Also das ist wirklich ein Reifeprozess, den man hier sieht. Ja? Weil wir haben natürlich hier mit dem Baum und den Mäusen, dass seine Ängste hier auch heilen. Und das ist das, was ich vorhin hier auch angesprochen hatte, ne? Dass es einmal gewisse Sachen gibt, mitunter eben gewisse Ängste, worum man sich vielleicht aus einer Partnerschaft, die nichts mehr bringt, nicht so schnell rauslösen kann. Ja? Also was immer er da dahinter hat oder was dahinter steckt, ne? Aber so ist es. Das heißt, also hier geht es aber darum, aus diesen Zwängen auszusteigen, das Ganze hier wirklich in die Heilung zu gehen. Das ist ein Reifeprozess von ihm, ja? Endlich mal erwachsen zu werden, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und natürlich dann auch gewisse Entscheidungen zu treffen, die ihm wieder Lebensfreude und Leichtigkeit geben, ja, weil das ist ja hier schon, also kann man nicht mehr viel dazu sagen, ne? Das Ding ist durch. So, dann schauen wir hier mal auf dich bezüglich der Gedanken. Was hat er denn da? Da haben wir hier den Komiker. Ja, er gegenüber dir überspielt er natürlich seine Unsicherheit hier, macht vielleicht einen auf lustig und tralala und wie schön doch alles ist, lenkt so ein bisschen von sich ab. Ja, also es ist, er geht da in Bezug auf dich nicht recht auf seine Sachen ein, obwohl er das weiß. Ja, ich habe so dieses Gefühl, dass du ihn hier schon öfters mal damit konfrontiert hast, definitiv. Ja, und man es einfach nicht gesehen hat oder beziehungsweise diese wichtigen Dinge, die wir hier jetzt eigentlich haben, immer so ein bisschen weggeschoben hat. So ungefähr, ja, das erledigt sich schon irgendwie, das machen wir schon irgendwie, ne? So nicht ernst nehmen, ja, also wirklich gar nicht ernst nehmen. Vielleicht ist er auch so ein Typ, der sich über einiges lustig gemacht hat, das könnte hier sein. Wir haben ja noch den Vollmond, das heißt, ja, wir haben hier so eine gereizte Grundstimmung auch gegenüber dir, ne? Ja gut, er ist ja schon gereizt, also es kann sein, dass er natürlich das hier auch auf dich projiziert. Sehr, was ist so eine innerliche Unruhe, sehr nervös, hat jetzt hier gerade so eine demotivierte Stimmung, aber das ist klar, ne? Weil jetzt zeigt sich natürlich hier die wahre Geschichte oder man sieht jetzt die Wahrheit dahinter, die ja für ihn, wie man hier sieht, auch nicht so einfach ist. Und ja, gedanklich in Bezug natürlich auf dich hier, ja, kannst du natürlich auch hier gereizt sein, ne? Kann durchaus sein, dass er auch über dich das Ganze hier denkt, ne? Dass du vielleicht jetzt nicht mehr so wirklich das Interesse hast, diese Dinge gar nicht mehr so ernst nimmst, vielleicht auch hier Sachen ein bisschen überspielst, ja, ich kann sie nicht ausschließen, auch von dir ein bisschen ablenkst. Also man sieht schon, eure Stimmung ist gerade aktuell nicht so gut, ja, sieht man. Jeder ist hier ein bisschen fertig, würde ich sagen, aber gut, es kommt drauf an, wie lange das hier schon geht, ne? Also das ist kein Wunder, dass man sagt, naja, herrscht jetzt gerade nicht friedefreie Eierkuchen zwischen euch beiden. Und man sieht ja auch, dass hier vergangene Themen wieder hochkommen. Da könnt ihr beide betroffen sein. Ja, also nicht nur er, sondern das kannst auch du sein, dass hier einfach auch wieder so ein paar so Sachen hochkommen, wo man sich momentan auch damit auseinandersetzen muss. Wir haben hier auch die Sense und wir haben hier den Baum. Ja, also es ist bei euch beiden hier schon so ein Heilthema. Ja, man muss daran arbeiten. Er weiß es aber auch dir bezüglich, ne, also was er jetzt hier gedanklich hat, weiß er, dass er hier arbeiten muss an dem Wachstum oder wenn hier zwischen euch beiden etwas wachsen und entstehen soll, dann muss man etwas dafür tun. Ist ihm ganz klar.
Ja. Man sieht aber auch, dass er hier sieht, dass du auch viel an deinem Wachstum und deiner Entwicklung tust. Also es ist hier nicht so, dass er das nicht erkennen würde. Vielleicht hast du dich auch ein bisschen zurückgezogen. Oder erstmal gesagt, du, ich muss jetzt erstmal für mich schauen, regel du deinen Scheiß, ich mach meins, ne? Das kann auch so sein. Also man sieht schon, es wird hier gearbeitet, ne? Es sind auch noch einige Verletzungen da, die geheilt werden müssen, bei ihm so wie bei dir, ne? Also er hat hier schon auch das Gefühl, dass du hier noch einige Sachen hast, die auch noch nicht wirklich so geradlinig sind. Ne? Man muss da natürlich immer wieder ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Aber es ist trotzdem, du vermittelst ihm ein Gefühl der Leichtigkeit und ja, dass er weiß, dass er hier auch nach vorne gehen muss. Ne? Also wenn er hier Wachstum mit dir möchte, muss er was tun. Und das heißt auch in erster Linie hier wieder schauen, dass er in seine Leichtigkeit kommt. Und man sieht ja auch, dass er in Gedanken genau das hat. Dass du mit Sicherheit schon gesagt hast, ja, jetzt hopp oder top, ne? Oder mach was oder mach nichts, weil dann bin ich weg. Ne? Das könnte auch hier so sein. Wir haben auch hier eine Einladung, über die er nachdenkt, ja, also wieder auf dich hier zuzukommen. Kommt halt darauf an, wie momentan euer aktueller Stand des Kontaktes ist. Ne? Aber hier sieht man, dass er durchaus, was dich betrifft, hier gewillt ist, etwas zu tun. Ne? Und guck mal, wir haben hier Love Delta. Also es ist die Treue und Loyalität und die Verbundenheit, die liegt tatsächlich zu dir hin. Und natürlich auch hier umgekehrt von ihm zu dir hin. Ja, man ist sich hier schon verbunden. Auch natürlich der Seelengefährte, ne, der hier mit dem Hund auch sich zeigen mag. Das heißt, jeder von euch beiden weiß eigentlich, ja, dass etwas zu tun ist, dass man noch ein bisschen reifen muss, also auch in Bezug auf dich. Ja, ihr dürft nicht immer so sein, ja, ihr seid schon total geheilt und alles ist bei euch gut. Na, das kann nicht sein, weil sonst hättet ihr euch nicht in eine Dreierkonstellation begeben. Also ist es von daher bei euch natürlich auch noch, ja, selber für sich eine Verantwortung zu übernehmen, für sich selber einzustehen, ja, diese Wertigkeit. Und die vermittelst du in deinen gewisser Weise, ja, aber man sieht hier, kann man noch ein bisschen was tun, würde ich sagen. Also es ist noch Luft nach oben. So, dann haben wir auf der Herzebene zu dir, da haben wir das Tor. Ja, man weiß, dass sich also mit dir hier eigentlich ganz neue Wege öffnen können, ne? Und man natürlich auch mutig sein muss für neue Wege, das ist auch klar. Und dass man hier einfach auch seine Ängste überwinden sollte. Das heißt, auch hier haben wir wieder mit dem Tor letztendlich das Alte hinter sich zu lassen, ja, dass man also nicht mehr zurückschaut, sondern nur noch vorne. Und das heißt halt neue Liebe, neuer Job, neue, alles neu. Ja, also auf der Herzebene hat er das. Er weiß, dass das durch dich möglich ist. Müsste man halt über seinen Schatten springen. Ja, also wissen, fühlen tut er das. Ja, hätte jetzt die Möglichkeit hier mit dir tatsächlich, ja, neu zu beginnen, neu anzufangen. Dann haben wir den Mond und wir haben das Kind. Ja, schau mal, man denkt auch sehr viel über einen Neuanfang nach, also in Bezug auf dich auch. Ne? Wir sind hier auf deiner Seite, das heißt, er hat schon Gefühle da, ne? Aber es ist halt auch hier etwas, wo man sagt, naja, es ist das Kind, ne? Es ist zwar der Neuanfang, aber auch etwas, wo man sagt, ganz ausgereift ist das noch nicht. Also es steckt hier in den Kinderschüchen. Das heißt, man ist also auch am Anfang, dass sich hier gefühlsmäßig auch mehr entwickelt. Ne? Also er geht da schon ein bisschen tiefer ran. Auch, dass er hier auf seine Intuition hört. Und die Intuition sagt ihm ja eigentlich schon, dass es hier um etwas geht, was man neu beginnen kann. So, dann aber nochmal das Kind drauf. Und das Buch, ne? Ja, die Frage ist, wie ist das möglich? Wie kann man es jetzt umsetzen, ne? Also, er denkt viel darüber nach, aber wie es hier schon sehr schön mit dem Buch eben ist, es ist aber auch noch nicht spruchreif. Also, das heißt, steht noch in den Sternen, ne? Ob es einen Neuanfang gibt oder ob man das auch noch mal machen kann oder wie man es umsetzen kann. Also, man sieht schon, da gibt es noch einiges, was er sich anschauen muss. Und wir haben hier Ilvedo, das ist der Witwer, ja. Und wie ihr hier sehr schön sehen könnt, der steht hier am Kreuz und betrauert was, ja. Und genau das ist dieses Thema, was wir hier eben noch haben. Das heißt, ein Neuanfang mit diesem Manne, ja, ist schön,
würde ich aber gerade davon abraten, weil dieser Mann diese Sache hier noch nicht abgeschlossen hat oder verarbeitet hat. Und das hatten wir schon in sämtlichen Orakeln in letzter Zeit. Also ihr seht, das wiederholt sich hier. Ja? Und auf der Herzebene hat er das ja auch. Er weiß das ja. Ja? Er spürt das ja auch, dass er hier immer noch irgendetwas nachtrauert, was also letztendlich im Endeffekt schon loszulassen ist, ja. Und genau das ist eben noch der Haken hier an der Sache. Und da haben wir Militarin, das heißt, der wird sich dafür einsetzen müssen, da wird er kämpfen müssen oder wird irgendwas tun müssen, ja, das da loszulassen, Ende Gelände, ja, weil er hat hier die Chance auf einen kompletten Neubeginn mit dir, ja, er hat hier die Chance auf Leichtigkeit, auf Lebensfreude, auf glücklich sein, auf wieder frei sein, ja, und genau da haben wir hier das Häkchen drinnen, ne, weil er hier einfach noch einer alten Geschichte nachtraut und das ist jetzt das, was ich hier angesprochen hatte, ne. Ja, es ist einfach eine Enttäuschung, hat mit Sicherheit wieder eine alte Verletzung hochgeholt. Deswegen habe ich ja gesagt, hier gehört noch einiges auch geheilt. Ne? Es muss sich entwickeln. Und deswegen haben wir hier auch zweimal das Kind dabei, dass man sagt, ja, es ist alles schön und recht. Ja, aber das muss erstmal wachsen, das muss gedeihen, steht am Anfang. Das heißt, der muss sich erstmal hier erholen, aus diesem Zeug lösen. Und dann hat man hier auch eine gute Möglichkeit, ja. Momentan sticht die Sense hier noch in den Baum rein. Das heißt, man muss arbeiten an dem Wachstum, ja. Das geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, ja, man geht jetzt da einfach raus ohne Emotionen und dann ist es abgeschlossen und so weiter, sondern das arbeitet schon innerlich, ja. Die Enttäuschung, die Wut, der Zorn, also solche Dinge, ne, einfach. Also, aber man hat hier prinzipiell die Möglichkeit auf einen Neuanfang, wenn er mutig ist, ne. So. Dann haben wir hier die nächsten Schritte, da haben wir den Rockstar. Ja, es geht um die Unabhängigkeit, ne? Dass er sich erstmal unabhängig macht von diesen ganzen Sachen. Und man sieht, momentan ist es noch so, es wäre hier nicht so gut, mit diesem Mann gleich in eine Bindung zu gehen, ja, sondern weil der hat noch keinen festen Standpunkt. Er weiß, dass er was für dich empfindet, dass er eine sehr starke Anziehungskraft zu dir hat. Man hat die Möglichkeit, dass man es wachsen lässt, ja. Aber hier, ja, hier geht es einfach noch darum, sich aus diesen Sachen hier zu lösen. Ja, das sind seine nächsten Schritte in deine Richtung. Er muss sich jetzt erstmal von diesem alten Kauderwelsch lösen, muss das alles klären. Und seien wir uns doch mal ehrlich, Mädels, ihr wollt doch keinen Mann nicht, der hier wieder mit dem alten Scheiß hier andampft. Ne? Oder diese olle Kamelle hier in eure Beziehung mit reintet und vielleicht das Ganze noch auf euch projiziert. Ja, das wollen wir nicht. Ja, deswegen auch für dich hier Achtung, ein bisschen die Reißleine zu ziehen, dir da anzuschauen, ne? Weil der ist noch nicht ganz da, wo er sein soll, ne? Sondern der momentan ist er noch ein bisschen auf Krawall gebürstet, so kriege ich das auch rein. Also der Schmerz hängt hier einfach noch zu tief drinnen. Als wäre der jetzt gerade in der Lage, hier sich auf eine neue Partnerschaft einzulassen. So, er weiß aber, dass er hier eine Einladung aussprechen muss. Und das wird er auch, ja. Aber wir haben hier auch mit dem Ganzen hier wieder, dass er in seine Leichtigkeit, in seine Lebensfreude kommt. Aber der braucht jetzt einfach ein bisschen, ja. Wir haben hier mit dem Klee eine kurze Zeitkarte, also nichts etwas, was sich jetzt wieder ewig in die Länge zieht, ja, wo viele schon wieder aufschlucken und sagen, ach, jetzt braucht er bitte ewig und 3 Tage. Das haben wir hier gar nicht, sondern es geht jetzt darum, dass er einfach diese Sache verarbeitet, ja, weil Gefühle sind ja hier schon gar nicht mehr da gewesen. Das heißt also gefühlsmäßig, dass man jetzt eben, wie gesagt, einen Liebeskummer verarbeiten müsste, das ist hier nicht das Thema. Das ist ja das, was ich vorher noch angesprochen habe, sondern hier ist es ja eher die Enttäuschung, dass man hier nur so als der Goldesel gesehen worden ist. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund. Gerade das wurmt ihn sehr, ja. Oder auch dieses, dass er da darauf reingefallen ist. Solche Sachen sind das, ja. Und da haben wir hier, wie gesagt, ja, ich würde sagen 2 bis 4 Tage, 4 bis 8 Wochen, aber ihr wisst ja, Zeit ist relativ, jeder braucht da unterschiedlich, aber es wird auf alle Fälle hier in einem kürzeren Zeitraum sein. Vielleicht braucht er hier das früher noch, ne? Bis halt der Sommer angeht, ja, aber ganz ehrlich, haben wir ja bald Sommeranfang, also von daher, das ist nicht mehr viel, ja, aber er muss jetzt hier selber erstmal wieder ein bisschen in die Leichtigkeit eben reinkommen, ne, dass das alles wieder mal ein bisschen lockerer wird und da haben wir eben hier einen kürzeren Zeitraum, nichtsdestotrotz wird er auch hier mit einer Einladung in Kürze auf dich zukommen, ja, auch wenn er hier vielleicht gerade ein bisschen, vielleicht, wenn er dir auch sagt, er will sich gerade nicht binden, dann ist das so, dann nimm es an, weil lieber so, weil hier sieht man,
Ne? Er muss das erst verarbeiten, er muss das erst abschließen. So, dann haben wir hier die Wege, den Klee, ne? Es gibt also hier eine Entscheidungenkürze und dann haben wir hier die Eulen und da wird man auch kommunizieren. Also es wird hier über die Öffentlichkeit sein, wir haben hier mit den Eulen Social Media, ne? Das kann jetzt wieder über alles sein. Also man wird sich dir mitteilen, ne? Dass man eine Entscheidung getroffen hat und das kann ich mir gut vorstellen, dass das diese ist, dass man eben hier jetzt sagt, so aus die Maus, ich möchte das hier nicht mehr, ne? Also diese Entscheidung wird man dir in Kürze eben mitteilen. Also man wird es dir kommunizieren. Natürlich sieht man hier, dass er ein bisschen aufgeregt und nervös und flatterhaft ist. Das hatten wir aber vorher schon. Ne? Ja, einfach, weil das natürlich auch ein neuer Weg ist. Ja, das ist klar. Man weiß jetzt nicht, wo es hingeht oder wie es weitergeht. Ne? Also da sind schon noch einige Sachen zu klären. Aber wir haben hier Giovanni von Schuler. Das bist in dem Sinne du. Ja. Und wir haben hier La Runione, also er möchte sich hier schon wieder mit dir zusammentun, auch mit dir treffen. Also es wird hier ein Treffen geben oder beziehungsweise ja eine Zusammenkunft in dem Sinne, na, wo man sagt, okay, hier tauscht man sich aus, hier kommuniziert man, hier redet miteinander. Und hier sehen wir ja auch im Endeffekt diese Anziehungskraft zu dir hin, ne? So, dann schauen wir mal dann an, würde ich sagen. Ne? Die haben wir hier unten. Ach so, ich wollte noch unter die Stapel gucken. Also hier bei ihm haben wir die Wolken. Also momentan ist es noch ein bisschen schwammig und unklar. Ne? Aber es geht hier in die Veränderung rein. Ne? Man wird hier bereinigen, man wird für sich selber einstehen, man wird wieder in seine Kraft kommen, wird das Ganze ja auch beenden. Ne? Also hier haben wir schon ja, Tabula Rasa in seinem privaten Bereich, weil er genau weiß, dass hier einiges nicht in die richtige Richtung läuft. Und hier haben wir eigentlich auch wieder Fuchs in den Reiter rein. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass er hier klug vorgeht, ja, klug in seinen Handlungen oder das, was er macht, um hier wirklich ja, im Außen auch einen finanziellen Erfolg zu haben oder beziehungsweise, dass sich hier im Finanziellen etwas positiv verändert und nicht, dass er hier im Endeffekt ja, leer komplett aus, also dass ihm komplett die Schuhe ausgezogen werden, sage ich immer, ne? Aber es wird hier mit Sicherheit eine positive Veränderung geben. Also es kriegt er schon hin, aber wie gesagt, da ist noch ein bisschen was zu tun. So, dann haben wir hier unten den Hund. Also da sieht man schon, ne? Es geht um die Treue und die Loyalität und das Vertrauen auch wieder, auch um seinen Selbstwert, ne? Dass er da hier, aber auch hier die Treue und Verbundenheit zu dir hin, ne? Man hält hier auch an dir fest. Und man möchte das Ganze hier auch in den Erfolg bringen oder man möchte mit dir auch in das große Glück gehen. Es wird schon. Ja. Wir haben hier mit der Sonne den Sommer, also gerade wenn hier noch so Sachen zu regeln sind wie Firma, Haus und Gedöns, ne, dann kann sich das halt noch bis zum Sommer ziehen. Dann ist es halt so. Ja, warme Jahreszeit, dass er jetzt hier das Frühjahr noch ein bisschen braucht. Wir sind aber immer noch in dieser Zeittendenz drinnen. So, dann schauen wir uns mal hier Madamchen an. Was denkt denn die bezüglich deines Gegenüber? Was sind ihre Gedanken? So, da haben wir die verwöhnte Göre. Ja, guck, und das ist das, was ich am Anfang sagte, wieso ich so schmunzeln musste. Weil wir haben hier den Reichtum, also er denkt über sie, ne? Und sie denkt über ihn, dass er natürlich auch den Luxus liebt, dass er auch eine sehr materielle Denkweise hat, vielleicht auch in mancher Hinsicht sehr überheblich ist, ja, dass er verwöhnt ist, er lässt andere für sich arbeiten, ja, ist auch absolut kritikunfähig, was sie denkt, ne, und ja, auch nur auf Geld und Macht aus ist. Also das heißt, wie ich am Anfang sagte, ne, gleich und gleich gesellt sich gern, die zwei nehmen sich in der Hinsicht nicht, wenn man die Gedanken anschaut, ne, also die denken beide gleich über sich. Also und deswegen, da muss schon immer irgendwo was dran sein, ja, weil warum sollte sie das von ihm denken oder beziehungsweise sie sich bezüglich dessen Gedanken machen, wenn es nicht so wäre. Das heißt also, muss er auch hier gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen, die das zeigen. Und auch das wirst du am besten auch beurteilen können, ne? Ob du hier sagen kannst, dass du hier mit einem total emotionalen Menschen zusammen bist oder ob hier auch jemand auf Sicherheit materiell und finanziell eingestiegen ist oder beziehungsweise sehr viel Wert legt.
weil sonst hätte er sich ja schon längst daraus gelöst und wäre zu dir gegangen. Das heißt also, da bestätigt sich der Punkt ja auch wieder, ne? Dass da hier irgendwo, also so verschieden sind die beiden hier nicht. So, dann haben wir hier die Fische, den Ring und das Haus. Guck. Jetzt könnte man natürlich hier sagen, zum einen natürlich das, was sie hier sagt, dass man hier, oder das, was sie in Gedanken hat, dass es hier nur um eine finanzielle Verbindung geht, wo es um Sicherheit und Stabilität geht. Aber wir haben hier die Fische dabei. Das ist auch immer für eine gewisse Tiefe. Sie weiß das, dass er eigentlich eine tiefe Verbindung möchte. Sie weiß das, ja. Also, dass es hier um Emotionen geht oder dass er sich hier eigentlich schon erhofft hat, dass es hier in eine tiefere Verbindung geht und dass man dadurch diese Sicherheit und diese Stabilität erlangt. Ja, das weiß sie. Aber wir haben trotzdem die finanzielle Verbindung dabei. Also, aber man weiß oder man hat hier schon, oder beziehungsweise das zeigt sich hier in seiner Enttäuschung, weil er wollte schon eine tiefe Verbindung haben. Also er ist jetzt nicht, das ist ja nur ihre Denkweise über ihn, ne? Aber wahrscheinlich wird er das in gewissen Sachen schon so gezeigt haben, aber nichtsdestotrotz weiß sie das, ja, dass er da eigentlich auch ein Stück weit was anderes wollte, auch wenn er vielleicht so gedacht hat oder wenn er vielleicht irgendwelche Handlungsweisen hatte. Er wollte Sicherheit, Geborgenheit und Stabilität. Das haben wir aber auch bei ihr drauf liegen. Das heißt, ja, jetzt kommen wir wieder auf das Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, ne? Warum reagiert eine Frau so oder warum ist eine Frau nur auf das Geld aus? Weil sie mit Sicherheit nichts anderes hier gelernt hat zu Hause. Na, die hat also im Endeffekt auch das Streben nach einer tiefen Verbindung, aber letztendlich kann ich es nicht umsetzen. Ne? Ja, da haben wir hier den Sarg, den Klee und den Berg. Ja, es ist eine Stagnation drinnen, wie man sieht. Das spürt sie auch. Ne? Sie spürt auch, dass da irgendwas nicht mehr läuft oder dass da was scheinbar zu Ende geht oder dass man hier etwas beenden möchte. Und es wird auch hier in Kürze zu einer Blockade kommen, wenn sie nicht schon da ist. Ja? Sie ist aber wirklich so in dieser Denkweise, dass man sagt, na ja, jetzt zieht er sich ein bisschen zurück oder jetzt macht er vielleicht hat er schon öfter angedroht. Ja, das bekomme ich ja auch gerade rein, dass er vielleicht schon öfter zu ihr gesagt hat, du kannst bald gehen und ich verlasse dich oder irgend sowas. Und sie, ja, in dieser Denkweise ist und sagt, naja, jetzt ist er wieder kurzzeitig hier irgendwo blockiert, aber das hebt sich wieder auf, so ungefähr. Ne? Also sie nimmt das nicht für voll. Ne? Und das ist ja, das haben wir hier mit Il Deliranti ja schon gehabt, ne? Dieses törichte Verhalten, dass er denkt, er merkt das, also dass sie denkt, er merkt das nicht und umgekehrt so ungefähr. Ne? Und wir haben hier Sacerdote, das ist der Geistliche, das heißt, ja. Da ist die Spiritualität mit bei. Ne? Also da wird von oben eingegriffen, wie man hier sieht. Spirituelle Führung haben wir hier eigentlich drauf. Kann natürlich sein. Ich kriege hier gerade das Wort Psychospielchen rein. Fragt mich jetzt nicht, warum, weil das so weit weg von dieser Karte ist, aber. Es könnte ja auch in die Psyche gehen oder mit der Psychologie. Also ich kriege hier Psychospielchen rein. Wie ich schon sagte, da nehmen sich beide nichts. Ne? Das ist hier eine sehr toxische Sache, weil jeder möchte eigentlich hier und keiner kann es umsetzen. Ne? Und da hier zweimal die Schlange, hier jetzt mit dieser Psychospielchen, was ich hier reinkriege. Also die tun sich beide hier nicht gut, das sage ich euch. Ne? Das ist einfach, jeder möchte zwar irgendwo in irgendeiner Weise was erreichen, jeder möchte Stabilität und Sicherheit haben, aber man schadet sich hier eigentlich gegenseitig. Also da können. Ich würde sagen, das ist ja wie wenn zwei Klapperschlangen in den Kampf gehen. Ne? Die Frage ist, wer gewinnt da? Keiner. Ne? So. Schauen wir mal auf die Herzebene. Da haben wir die Gewissensbisse. Ja, sie hat hier schon irgendwo, fühlt sie sich nicht so gut mit dem Verhalten. Man sieht das auf der Herzebene, ne? Also weil ich sage ja, eigentlich wollten beide so eine tiefe Verbindung haben. Er wollte das, sie wollte das, aber beide waren nicht in der Lage, das umzusetzen. Das heißt, die Emotionen hier wirklich zu leben, Liebe zu leben.
Und natürlich merkt sie, ne, wir haben ja hier den Sarg, das heißt, ja, die Frau merkt das schon an seinem Verhalten, ne, dass er da hier vorhat, das Ganze wahrscheinlich zu beenden. Momentan tut sie es noch als Kleinigkeit ab. Kann natürlich sein, dass sie sich vielleicht hier auch irgendwo beraten lässt oder vielleicht auch hier betet, hofft, ne? Es sind aber die Gedanken mehr über ihn. Das heißt, er ist eigentlich, so weiß sie, dass er schon ein sehr spiritueller Mensch ist. Also zumindest er mehr Gefühl zeigen kann als sie und mehr auf seine Intuition hört wie sie. Ja, das könnte ja auch ein Thema sein. So, jetzt merkt man, dass hier einem eigentlich die Felle davon schwimmen, ne? Das weiß sie, das ist ihr schon im Kopf. Und jetzt kriegt man hier irgendwo ein bisschen, ja, möchte man hier irgendetwas gut machen. Sie weiß eigentlich, dass sie hier irgendetwas gemacht hat, was nicht toll ist. Das heißt, fühlen tut sie das schon. Also so eiskalt ist diese Dame gar nicht, ne? Deswegen sage ich ja, Emotionen spielen immer eine große Rolle. Ja, man möchte sich vielleicht jetzt hier erklären, nochmal um eine Aussprache bitten. Also das heißt, die Dame würde gerne eine zweite Chance haben. Ja, also er ist jetzt auf dem Weg zu sagen, so, du kannst mich mal, ne? Ich habe hier keinen Bock mehr auf diese Geschichte, weil es ist sowieso nur noch alles belastend. Du ziehst nur noch das Geld, da läuft auch sexuell nichts mehr. Da sind keine Emotionen nicht, da ist eigentlich gar nichts mehr. Ne? Man sieht ja, dass er das weiß, dass das hier zu Ende geht. Und jetzt kommt hier das Erwachen rein plötzlich, ne? Und dann sagt, oh, ich könnte hier meine finanzielle Verbindung verlieren. Ja, der Hahn wird mir hier abgedreht. Meine Stabilität geht hier irgendwo in einer gewissen Weise verloren. Jetzt kommt hier so ein bisschen dieses Erwachen rein, dass diese Spielchen, die man da gespielt hat, vielleicht nicht so toll waren. Ja, also weil hier der Spieß jetzt, man könnte, der Spieß wird umgedreht. Ne? Ja, und jetzt möchte man hier im Endeffekt irgendetwas wieder gut machen, vielleicht eine Entschuldigung aussprechen, dass man das gemacht hat. Ne? Und hier versprechen, dass man das nicht mehr macht. So, jetzt haben wir das Spiegelbild. Und das heißt, hier kriegt also diese Dame ein Verhalten gespiegelt, das ihr eigenes zeigt. Ne? Also hier, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, sie hat ihn jetzt die ganze Zeit ausgenutzt, ne? Nur das Nötigste, hauptsächlich die Kohle abgegraben oder was es sonst noch für Annehmlichkeiten gibt, was weiß ich, hier Handtäschchen, Schuhe und der ganze Gedönsel. So, und jetzt dreht sich das Ganze, das heißt, sie bekommt jetzt hier gespiegelt, und zwar ihr Verhalten zu ihm, weil jetzt fängt er an, sich gegenüber ihr so zu verhalten. Wisst ihr, was ich meine, ne? Also es dreht einmal gespiegelt. So, und das, was sie jetzt hier gezeigt bekommt, ja, dieses Kühle und Nahbare, dieses, dass man hier etwas abschließen möchte, dass man hier, ich sage ja, Emotion, die Kommunikation war ja hier auch schon blockiert, ja, dass man einfach, ja, nicht mehr miteinander spricht oder nur noch das Nötigste, würde ich mal so sagen. Ja, das kriegt sie nun um die Ohren. Ne? Also, es ist ja klar. Also, da sieht man wieder, dass das, was du nach außen sendest, irgendwann auch wieder zurückkommt. Ne? Das ist, du Heiliger. Heute haben wir wieder eine krasse Legung. Also, im Endeffekt ist es der Spiegel ihrer selbst. Ne? Und das triggert sie ganz schön. Ne? Und das kann natürlich jetzt auch sein. Wie gesagt, es ist ein Spiegelpartner für sie, damit sie in die Innenschau, in die Reflexion geht. Ja? So, jetzt haben wir hier das Kind und wir haben hier die Sterne. Das heißt, ja, es geht um kindliche Themen, natürlich, wo die Klarheit rein soll. Wir haben ja hier wieder die Spiritualität drauf. Also die Dame kriegt jetzt im Endeffekt durch ihn dieses Erwachen. Ja, nicht umsonst haben sich die beiden zusammengefunden. Ja, manchmal dauert es halt, manchmal geht es schneller. Ne? Aber die kriegt jetzt hier ihren eigenen Scheiß, den sie gemacht hat, jetzt durch ihn um die Ohren geschlagen. So. Aber sie möchte einen Neuanfang mit ihm. Ja, sie möchte nochmal neu beginnen, das ist ihr ganz klar. Ne? Sieht man, also da nochmal die Chance zu haben, diese Sachen zu klären und hier nochmal um eine Chance zu bitten. Ja, also nochmal um einen Neuanfang, wie man es eigentlich hier mit den Gewissensbissen haben. Das heißt, eine zweite Chance eben einzufordern, dass man hier wieder etwas gut machen will, dass man aus seinen Fehlern gelernt hat und man könnte ja hier nochmal neu beginnen. Na, so. Da haben wir den Park, das Haus.
und den Acker. So. Weil das ist ja, na, wenn die Öffentlichkeit hier mitkriegen würde, na, dass man hier seine Sicherheit, seine Stabilität verliert oder dass man sich hier trennt, ja, das wäre nicht gut. Und das ist ja eigentlich schon wieder so, wo man sagt, alter Falter. Na, also auf der einen Seite hier, na, das ist nicht wirklich, oder das sind nicht wirklich Gewissensbisse, Leute, ja, sondern das ist einfach nur die Angst, etwas zu verlieren. Ja? Das sind Verlustängste, die hier raufkommen. Und das haut ihr gerade ihre kindlichen Sachen so um die Ohren, na, durch das, dass er das hier jetzt durchzieht, dass sie sich das anschauen muss. Aber sie wird ihn definitiv um eine zweite Chance bitten, ja, oder wird hier nochmal versuchen, ja, nach außen hin, dass das hier stabil und sicher bleibt. Na, es geht hier viel um das Außen bei ihr. Da haben wir Lamika. Ah, guck. Und Denarii. Ich krieg hier, na, da kriegst du die Krise. Guckt euch das an. Wenn ich Denarii schon wieder sehe, dann, Denarii ist das Geld. Also, da weißt du, wo es schon wieder geschlagen hat. Na? Also, das ist, wenn die nicht hier sogar vielleicht irgendjemanden um Hilfe bittet, damit das wieder gut wird. Ne? Also Lamika ist ja so eine Vertraute oder jemand, der hier im Endeffekt hilft. Aber schau mal, es geht hier eigentlich nur ums Geld. Also drum sagte ich, das sind keine ehrlichen Gewissensbisse oder dass man hier sagt, sie kriegt natürlich jetzt ihren Spiegel umgeschnallt, ja, und das ist ja gut, dass sie das lernt, dass Vertrauen nicht auf Geld aufgebaut wird, ja, oder dass man hier kein Vertrauensverhältnis hat, wo es nur um Materielles oder Finanzielles geht. Aber es kann durchaus sein, dass sie vielleicht wirklich jemanden um Hilfe bittet, vielleicht sogar auch Geld dafür zahlt, dass da wieder irgendwas ins Lot kommt. Das wäre ja, also das wäre der Überbrüller, das muss ich euch sagen, aber es kann tatsächlich so sein, dass sie das tatsächlich macht. Weil die Lamika ist auch die Freundin, ne? Vielleicht über eine Freundin versucht, nochmal da an ihn ranzukommen. Vielleicht der Freundin sogar Geld zahlt, wenn sie mit ihm spricht oder wenn sie ihn nochmal davon überzeugt. Das wäre wirklich abartig, muss ich sagen. Also wenn, das ist ja dann keine Freundschaft, also wenn, na, wenn deine Freundin sich auf so einen Quark hier einlässt, dann gute Nacht, Marie, aber da sich ja hier alles ums Geld dreht, ne? Bah, okay, so. Ja, schau, und das Küsschen, ne, Küsschen, ja, na, da muss man wieder lieb zu ihm sein, das sind die nächsten Schritte zu ihm, man möchte also wieder ein liebesvolles Verhältnis aufbauen, man möchte wieder das Vertrauen kriegen, ja, im Endeffekt, ja, das ist genau das, beide möchten sich eigentlich geborgen fühlen, ne, und man weiß jetzt eigentlich, dass man auch hier ein bisschen feinfühliger sein muss, ne, man möchte aber auch Verständnis von ihm haben, ne, weil, na, sie hat ja hier ihre kindlichen Themen und so weiter und sie hat ja das nicht mit Absicht gemacht und ja, das hat sie mit Sicherheit nicht. Ja, sie hat mit Sicherheit nichts mit Absicht gemacht, sondern sie ist letztendlich so erzogen worden, ja. Aber aus dem alten Muster, aus der Struktur raus, trotzdem hätte sie jederzeit die Möglichkeit gehabt, es zu ändern. Hätte sie. Na, aber das ist, dafür hat auch die Erkenntnis gefehlt. Und deswegen auch dieses, deswegen jetzt hier dieses Spiegel, ne, das Spiegelbild. Sie bekommt es gerade hier gezeigt, wie sie wirklich ist, und zwar durch ihn. Dann wird er nicht weit weg gewesen sein davon, ne? Also hier, wie gesagt, da gleich und gleich gesellt sich gern. Also auf jeden Fall, hier möchte man wieder etwas aufbauen. Wie ich schon gesagt habe, die zweite Chance. Hier haben wir den Anker, hier haben wir die Wolken. Das heißt, ja, man hält also daran fest, dass sich hier etwas aufklärt oder dass sich hier das wieder Licht in die Sache reinkommt, beziehungsweise dass sich wieder etwas zum Positiven wenden kann, weil man ja, man hält daran fest, ja, der Anker. Das ist, man hat zwar hier jetzt momentan noch die Unsicherheit da, ja, schwammig, weil man natürlich nicht weiß, gibt er nochmal eine zweite Chance oder nicht, aber ich kann euch gleich sagen, das wird er nicht tun. Das weiß sie nur noch nicht. Und dann haben wir hier dich. Und wir haben hier wieder die Sterne, guck mal. Und sie will auch Klarheit. Und sie wird auch Klarheit bekommen, ja. Also sie ist momentan so in der abwartenden, empfangenden Haltung, ja. Ich sage ja, die erhofft sich hier vielleicht auch hier über das Göttliche hier nochmal, ne? Vielleicht betet die selber auch oder jetzt hier ein bisschen der Schimmer da reinkommt, ne? Aber hier klart etwas auf, aber sie wird auch die Klarheit
über dich bekommen. Also wenn sie schon weiß, dass es dich gibt, ja, dann wird sie hier die Klarheit über dich bekommen, weil die Anziehungskraft liegt zu dir und hier wird abgeschlossen. Ja, dann wird er ihr sagen. Also hier haben wir ja die Entscheidung drin, das passt eigentlich sehr gut im Übergang. Er wird dir hier eine Entscheidung mitteilen, dass er sich hier getrennt hat und ihr wird er sagen, dass er mit dir zusammen ist. Dass es ganz klar ist, dass er dich will oder dass es hier nichts mehr gibt in dem Sinne. Ne? Aber wie gesagt, sie ist da momentan sehr abwartend und schaut erstmal, ne, hofft natürlich, dass sie hier nochmal eine Chance kriegt. So, und gucken wir, da haben wir Il Ladro, das ist der Diebstahl und hier haben wir Speranza. Also, das ist heute so eine krasse Legung, echt. Der Dieb, ne? Sie weiß ja eigentlich schon, dass etwas in den Verlust geht. Das haben wir hier auch schon. Sie weiß, dass es zu Ende geht, ja? Weil eigentlich, entweder weiß sie schon oder ist es sich klar darüber, dass es dich gibt oder sie, ja, vermutet vielleicht. Und weiß, dass es eigentlich in den Verlust geht, aber nichtsdestotrotz haben wir hier die Hoffnung drauf. Das heißt, sie hat die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch gut werden könnte oder dass man doch vielleicht noch mal eine zweite Chance bekommt. Ja, Il Ladro ist, wie gesagt, da wird etwas genommen oder man stiehlt sich auch hier davon. Im Endeffekt würde ich sagen, ist sie sich klar darüber, dass es dich gibt und deswegen auch diese Unsicherheit. Aber man hält trotzdem in irgendeiner Weise noch fest, indem man jetzt liebevoll zu ihm ist und dann hier und da und dö, weil man hier die Hoffnung hat, dass das vielleicht doch noch eine Chance gibt. Aber es gibt es nicht. Schau mal, und du liegst auch hier bei ihr unterm Deck drin. Man weiß, man auch guckt, die weiß das. Also wenn die das nicht weiß, dann spürt die das, dass er sich mit dir trifft und dass er das mit dir hier öffentlich machen wird. Weil hier ist Liebe, ja, hier ist keine Liebe. Hier ist keine Liebe. Hier ist Sicherheit. Hier ist Sicherheit. Na, also es wird hier ja, mit Sicherheit einen Austausch geben. Hier wird es auch eine Veränderung geben, einen Wandel, der schon eingeleitet wird. Na, es wird hier eine Entscheidung geben, was diese Verbindung hier angeht. Na, wir haben hier die Sonne drauf. Also ich würde sagen, könnte hier Sommer werden. Na? Warme Zeit. Hier wird man... Hier kommt Bewegung rein, schicksalhaft, und hier wird sich auch ausgetauscht. Ne? Und dann haben wir hier den Turm. Es wird keinen Neuanfang geben. Also es wird beendet werden, ja, und sie wird dann ihren Neuanfang haben. Aber es wird hier keinen, es wird hier keinen Neuanfang mehr geben. Also da wird hier nur noch ausgetauscht gesprochen und das war's. Das ist eine reine Sicherheitssache hier. Ne? Man hat zwar den Wunsch, also das kann man hier auch so sehen, ne? Man hat zwar den Wunsch, nochmal durch die Kommunikation etwas zu verändern, ne? Dass sich hier nochmal, dass man es hier nochmal probiert, dass man hier sich nochmal entscheidet, dass man sagt, hey, wir können diese Verbindung nochmal aufleben lassen, ne? Wir können nochmal glücklich sein, aber letztendlich wird das hier, wenn das passiert, es wird wieder in die Scheiße laufen. Ne? Und aber das wird hier nicht, weil, wie gesagt, er ist hier schon am Abschließen. Aber sie wird es definitiv nochmal probieren, eine zweite Chance zu bekommen. Ja, soweit kann ich dir das hier sagen. Ja, spannend, spannend war das wieder heute. Ne? Und ich höre jetzt auch auf, weil jetzt kriege ich leicht Kopfweh mit dem ganzen Mist hier. Ein Durcheinander hier. Aber trotzdem, ja, sehr aufschlussreich. Also ich hoffe, dass ich dir da auch hier... gute Infos geben konnte, ja, wie weit der Stand der Dinge ist. Und ja, nochmal gucken, wie es weitergeht. Ne? Aber wir verfolgen das ja mit den ganzen Legungen. Ja, in diesem Sinne, ich drücke euch, ja, und wir hören uns auf alle Fälle mit dem nächsten Orakel. Wer gerne eine private Legung möchte, schreibt mich einfach an. Ja, ich mache private Legungen, weil die Frage immer wieder auftaucht. Ihr braucht mir nur per WhatsApp zu schreiben oder per E-Mail oder per Facebook, wo auch immer ihr seid. Und dann schauen wir, was für eine Legung für euch am besten hier geeignet ist. Ne? Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir hören uns. Bis bald, ciao, ciao, eure Melanie.